Moin Moin meine Chimis, herzliches Willkommen zu Mario vs. Donkey Kong, die Demo, weil, ja, ich habe leider mit der Reihe nicht so wirklich viel Berührungspunkte gehabt. Ich weiß, mein bester Freund hat sie geliebt. Ich habe damit wirklich nicht wirklich viel am Hut gehabt und ich weiß, das Spiel schon draußen, alle machen es oder sind schon fertig. Bei uns kommt es ein bisschen verspätet. Wir schauen uns heute mal die Demo an. Jetzt wird eigentlich nichts gedrückt, oder habe ich da sowas gedrückt? Ja, nichts gedrückt. Ja, Lin ist auch also, mit dabei. Ich habe ja damals das Original auf dem Game Boy Advance gespielt. Ja. Und habe es nie durchbekommen. Es war schwer. Ja, es wie wir schon in den Korb, muss man anschauen. Ich hoffe, die Demo bietet das. Und das scheint wohl die kleine Vorgeschichte zu sein. Und er scheint schockverliebt in diesen Merchandise von dem Mini Mario zu sein. Ich habe noch kein 2-Spiel, aber das wäre auch ein bisschen schwierig geworden, glaube ich. Donkey Kong voll happy. Denk so, ja, Mann, ich muss sofort los. Ich finde die nächste Nintendo-Konsole angekündigt wird. Lass mich gleich vorbestellen. Und schon ausverkauft, so eine Scheiße. Naja, wenn das der Hersteller gleich nebenan ist. Vielleicht hat Donkey ja da nochmal Glück, welche zu finden. Ja, man muss halt 2 Spieler als Nintendo spielen. Ich meine, ja, du könntest auch Luigi nehmen, du könntest jeden. Ich hätte lieber einen von den Spielzeug-Mario. Ja. Anstatt Horror, aber auch gut. Okay, jetzt kommt, ich glaube, die gleiche Szene, glaube ich, mal noch. So, ich hoffe, das ist die gleiche Szene, die man auch im Opening gesehen hat. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, bis zu welcher Welt ich damals gekommen bin. Vielleicht erinnere ich mich ja, wenn ich die hier irgendwann sehe, falls es noch gleich ist. Falls es doch da gleich noch was zu sehen gab, muss ich da reinschneiden. So, also Linus ist tot, ich bin Mario, ich kann auf B springen. Ich kann weg, mach mal was. Ja, das. Wie auch immer ich das gerade gemacht habe. Ich kann auch nicht drauf springen, juhu! Irgendwie habe ich gerade einen Handstand gekriegt. Ah, wenn du unten um B drückst, kannst du wie auf die Hände laufen. Ja, weil trotzdem ist ein bisschen. Ja, gut, dann lass mal ausprobieren. Warte mal, wir gehen mal erstmal da hoch. Wir brauchen bestimmt eine Schlüssel. Jetzt geht das mal hoch. Hat den auch gerade genommen Zeit. Also gut, wir würden noch zum. Achso, gut, dass du sagst. Ja, dann schnapp. Es soll ja auch irgendwie einen entspannten Modus geben, wo. Sprungfeder. Ah, okay. Die Zeit unbegrenzt ist. Sehr schön. Ah, Gegenstände aufheben. X hochnehmen und mit X werfen. Ja, damit haben wir das erste Level schon geschafft, würde ich mal meinen. Glaube ich. Ach so, das kapiere ich. Da erste waren 2 Schlösser dran. Ein so generelles und ein, um das Level wahrscheinlich zu beenden. Okay. Das ist ein Mini-Mario. Kommen wir da hoch? Nee, ich komme da anscheinend nicht hoch. Ah, hier. Können wir hochnehmen? So, Shy Guy weggedonnert. Manche braucht man die aber auch. Ja, okay. Line weiß schon mehr als ich, deswegen. Ich bring tot die Leiter hoch. Ja, boah, voll die Mülltonne gegen mich geschmissen, ey. Au. Was hast du davon? Also kann ich als Tod die nicht hochheben, oder was? Mit X kann man die hochheben. Ja, aber du hast doch eben doch auch die Mülltonne geworfen. Ja, mit Shy Guy habe ich auch gerade versucht. Da wollte er gerade irgendwie nicht. Hm. Okay, scheint alles perfekt gemacht zu haben. Obwohl wir gerade eben keine 6 Mini-Marios, glaube ich, gerettet haben. Nee. Seien es sind sehr viele in eine Kapsel. Wow, da hat man ja doch ein bisschen mehr Auswahl. Ah, okay, es geht aber. Da ist ein bisschen komisch. Ich hätte auch die ersten 3 Level einfach genommen, aber gut, okay. Wir machen jetzt mal das, was wir kriegen können. Das ist auch ein bisschen weird, aber wenn die auch einfach so die erste Welt machen können, dann ist gut. Die ersten 3 Level wäre auch okay gewesen. Wir schauen einfach mal. So. Okay, Mario kann sich irgendwie daran schwingen. Hui! Komm auch mal am besten mal hier hochladen. Ich warte mal, nicht deswegen die Kamera. Ich würde mich jetzt nicht trauen, da jetzt rüber zu springen, glaube ich. Ah, scheiße. Ah, jetzt. Ah, Schlüssel hast du? Super. Hilfe.
Das ist sehr gut, dass die Kamera gerade. Während ich das Ding. Hoppa, hoppa, hoppa. So. Gute Teamarbeit, Jotzi. Ich glaube, es ist wie wir im Wonder gelernt haben: der erste Spieler oder auch mal wegen dem zweiten Spieler darf nicht so weit vom anderen Spieler entfernt sein. Du kannst hier oben lang gehen. Ich habe das Gefühl, Tor kann nicht so springen. Ja, mach den Sonic Speed. Ah, Scheiße. Der gerade eben, ich konnte gerade nicht hochheben, weil. Ja. In der blöden Szene gerade. Wieso konnte ich die Tonne gerade nicht werfen? Wie wirft man denn nochmal? X. Ich hatte das gemacht, aber mir wollte der nicht. Warte, hier gibt es immer noch ein Geschenk, nicht, noch nicht. Kannst du mal mit ihm runterkommen und gucken, ob man ihn vielleicht da hinspeisen muss? Du musst auch auf ihn drauf springen im Übrigen, ne? Du musst ihn von oben packen. Was ist da reingefallen, ey? Ich war bestimmt nicht, oder? Ich kann mir vorstellen, ja? Versuch dir mal das Geschenk oder so. Ja, das ist auch. Jetzt, da wollte ich gerade gar nicht. Kamera. Toll. Naja, du hast ein Geschenk. Ich auf ihn drauf. Ja, das war auch der Plan dahinter, oder? Dass du. Ja, Mist. Da kommen wir mal was anders hier, komm. Hol ihn mal. Wenn wir schon zu zweit eigentlich sind. Eigentlich wollte ich auf ihn drauf, aber ja, hat irgendwie nicht so ganz geklappt, egal. Ja, ich weiß nicht. In manchen Spielen, zum Beispiel in Donkey Kong Spielen, kannst du ja, wenn du zum Beispiel was wirfst auf den Gegenstand, kannst du es ja auch so einsammeln. Ich wusste nicht, ob das jetzt geht oder. Ja, so mit Shy Guy war auch okay. Also von daher. Nummer 5. Aber ich glaube, statt zu warten oder so, machen wir es einfach wirklich Jump hoch, fertig ist. Okay, du bist irgendwie oben. Was sagt die Karte bei dir? Hochwerfen. Ja, das hat super geklappt. Okay, Schüssel habe ich. Kann ich irgendwie sprinten oder so? Okay, kannst du ich mal kannst du mal runtergehen? Ja, jetzt hast du genau das gemacht, was du eigentlich nicht machen solltest. Ich soll runtergehen. Ja, aktivieren, schalte mal. Ich wollte eigentlich, dass du hier bleiben tust. Ding eben mitnimmst. Achso, jetzt muss. Danke. Achso, der Schlüssel da. Ach, der despawnt? Ja, der bleibt nicht ewig bei dir. Na ja, gut. Ja, aber wie soll ich jetzt da hinkommen? Ich glaube, wir. So. Hier runter. Tor, ein bisschen schneller. So, jetzt muss ich. Jetzt komme ich schon. Tada! Jetzt haben wir's. Ja, gut, ich wusste nicht, dass der Schlüssel despawnt. Verschwindet er einfach noch eine Zeit lang oder lag es daran, weil ich den anderen Schlüssel mit eingesammelt habe? Ich glaube, noch eine Zeit lang. So, den erstmal mitnehmen. Kannst du mal aufhören, mich immer abzuschmeißen? Dankeschön. Ich wollte ihn bloß dir hochwerfen. Komm, warte schneller. Huch, nein, ich hab die aber weggeschmissen. Oh, kann ich wegschmeißen und wiederholen. Ich habe mich auch immer gefragt, ob früher wo wirklich der Hammer herkam eigentlich. In den Smash-Spielen. Das scheint ja hier seinen Auftritt gehabt zu haben. Ja, doch schon ganz lustig. Ob alle Level? Vielleicht sind nur die erste Welt. Ich kann mir vorstellen, das ist bestimmt länger dauernd. Eine Sache haben wir noch hier freigeschaltet. Mit den drei Mini-Marios. Frage ist jetzt, was ist denn damit gemacht? Gut. Ich denke mal, wir müssen hier einfach wie die Donkey Kong-Spiele. Du gehst voll unter den Dings, unter den Mini-Marios. Leite Mini-Marios zu den Buchstabenblöcken. Als ob ich da nicht drunter durchlaufen kann. Ich bin da fast genauso groß wie die. Lava doch nicht. Kann ich dir die Befehle geben?
Achso, wir müssen wahrscheinlich oben drüben und die laufen unten lang. Ich glaube, so jetzt verstehe ich's. Ja, komm, so, wir haben nicht ewig Zeit. So, komm mal hoch hier. Nee, wir müssen ein bisschen auf die warten. Komm, die Köter. So. Auch schön, dass sie anscheinend nur auf mich fokussiert sind, nicht auf dich. Sehr gut gemacht, Hase. Das Toy haben wir schon mal. Kommst, ja, warte mal, du musst ja. Komm mal, wir tricksen jetzt am besten mal. Komm mal hier hoch. Scheiße, kann man nicht irgendwie sprinten und so viel Zeit weg? Komm, spring mal auf meinen Kopf einfach. So. Was für Scheiße müssen wir. Renn! Es keine Möglichkeit zum Springen gibt. Zum Sprinten meine ich. Was macht ihr denn da, Idioten? Achso, man muss sie auch noch hochheben. Ja. Ja, wo, ich kenne mich mit der Reihe nicht aus. Was? Ernsthaft? Ja, die müssen doch da noch reinspringen. Das weiß ich doch nicht mehr. Du hast die hochgehoben gehabt und war es Level beendet. Die hätten ja, noch eh keine Zeit mehr gehabt. Die hat doch 5 Sekunden gehabt, wenn die ein bisschen... Das hat nicht gereicht. Okay, es scheint einfach nur ein Trailer zu sein, so was man machen kann. Wer weiß, sein Knobel und Plattformgeschick in zahlreichen Welten. Oh, diese scheiß Vögel. Na, Lina, kennt sie damit anscheinend noch besser aus als ich. Ich hasse euch. Jetzt gab es, glaube ich, irgendwelche immer was auf die draufgeschmissen haben. So, war jetzt im E-Shop? Nee, gerade nicht. Aktuell kostet das, soweit ich weiß, glaube ich, 50 Euro. Da muss ich ja gestehen, das ist momentan gerade nicht drin bei uns. Ich denke mal, wenn es im Angebot ist, dann würde ich es mir mal holen. Lass uns mal eben kurz noch das hier, weil so sehr perfektionistisch bin ich ja, dass wir eben noch da die Goldstern holen. Okay? Ich finde noch ein bisschen ist die Sprungmechanik hier so ein bisschen anders. Kommt hoch. Irgendwie denke ich. Ich denke immer wegen dem gelben Schalter, dass. Also. Ist. So. Ach, dass ich mir nicht sprinten kann. So, jetzt hopp alle rein da. Ja, so. Muss man ja auch erstmal wissen. So, jetzt haben wir wenigstens überall Gold. Ist schon ganz lustig, aber ich muss leider gestehen, bisher sehe ich noch nicht den Wert eines 50-Euro-Games hier leider. Hätte man mir das hier verkauft für, ich sag mal, keine Ahnung, so 25 oder so. Oder 20, dann hätte ich das gefühlt, aber so. Aber es ist schön, dass es auf jeden Fall ein Zwei-Spieler-Modus gibt. Früher sagtest du, gab es hier nicht. Ja, wäre auch auf dem GBA ein bisschen schwer gewesen, glaube ich. Ja gut, auch wahr. Aber hey, hatte was, für sich. Kannst du dir vorstellen, dass es, wenn du es alleine machst, noch mal ein bisschen mehr mit Zeitdruck ist, weil ja. Da muss ich dann wirklich alles machen. Ich glaube, aktuell kostet es, glaube ich, noch genauso viel. Ich komme kurz gucken. Aber ja, das war unsere kleine Demo. Wir haben eigentlich gedacht gehabt, vielleicht ist. Also, ich muss mal Anacon gucken. Egal. Normalerweise ist man manchmal richtig lange Demos geworden. Die war jetzt sehr überraschend kompakt. Kurz. Das war jetzt wirklich so eine kleine 10-Minuten-Demo. Die anderen drei Level hätten wir ruhig auch noch einpacken können. So. Ja, die erste Welt hätten wir schon machen können. Die sind ja wirklich nur sehr, sehr kurze, kleine Level. Ich sag jetzt mal auch so. Du hättest ja nicht unbedingt den ersten Boss. Du hast das erste Spielprinzip jetzt verstanden. Es ist ja schon schön, dass es überhaupt eine Demo gibt. Aber ich muss jetzt gestehen, so richtig angefixt auf das Game hast du jetzt neue Spieler jetzt auch noch nicht, finde ich, dadurch, dass ich jetzt sagen würde, jo, deswegen 50. Ich hätte ruhig die erste Welt einfach machen können. Ja, vor allem, wenn die Level hier anscheinend noch sehr kurz sind. Ja. Werden noch größer und komplexer. Wie gesagt, ich kenne mich damit absolut nicht aus, weil ich habe nie damit den Berührungspunkt gehabt. Ich weiß nur, mein bester Freund hat das mal gespielt gehabt und ich habe bei ihm noch das gespielt gehabt. Das war ein bisschen anders. Da musstest du auf dem DS die Mini-Marios zum Laufen bringen. Und da gab es noch Mini-Peach und Mini-Donkey Kong, da diese Robo-Mechanik und die musstest du irgendwie zum Laufen bringen und die haben alle ihr eigenes Feature gehabt. Also sprich, sowas hier kenne ich gar nicht. Aber gut, es ist lustig. Wie gesagt, den Preis für mich leider nicht ganz wert.
Wenn es ein Angebot mal ist, ich das irgendwie gut schnappe, dann würde ich es, denke ich, mitnehmen. Und aber so im Groben und Ganzen ist schon spaßig. Und ich denke, viele Fans haben sich ja davon schon gefreut gehabt, dass das Spiel rausgekommen ist. Und für euch ist es natürlich super. Ja, für viele, die vielleicht auch ein bisschen jünger sind und natürlich kein GBA besessen haben, so wie wir damals. Und jetzt auch nicht mal in einen rankommen, weil teuer und so. Ich habe ja ein GBA, aber ich wusste das. Aber ich habe damals auch nicht, ich habe damals auch nicht gewusst, dass du mit dem DS GBA-Spiel spielen kannst. Also ich war damals blöd, okay? Das ging aber auch nur mit dem Light. Ja, das wusste ich aber zum Beispiel nicht. Das ging mit den anderen nicht mehr, was ich richtig blöd fand. Ich hab den DS Lite Liebe. Deswegen ist der DS Lite auch einfach sexy. So, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war unsere kleine Demo hier. Ine kennt sich ein bisschen mehr davon aus. Wenn ihr mal Bock habt auf dieses Game, dass wir es machen, dann gerne einen Kommi da lassen oder einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, ich denke mal, wenn das mal irgendwann nicht hier im Angebot ist, bei unterschiedlichen Plattformen oder im E-Shop, werden wir uns das, denke ich, holen. Dann können wir es auch gerne zusammen machen, aber momentan leider nicht. Aber für alle, die spielen, wünsche ich euch viel Spaß mit. Es scheint sehr spaßig zu sein. Und da mal gucken. Deswegen, also rein theoretisch, um heute noch GBA-Spiele spielen zu können, reicht es auch, sich in dieses Light zu holen. Also ich weiß, ob der nicht vielleicht mal ein bisschen günstiger ist als direkt ein GBA. Das weiß ich nicht, aber... Das weiß ich nicht. Na gut, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.